Ich habe heute was von Cardmarket bekommen. Also nicht von Cardmarket per se, sondern von den Verkäufern, wo ich es bestellt habe. Denn ich wollte euch nochmal zeigen, was ich so gekauft habe und was ich so eingekauft habe. Denn mir ist was ganz Witziges aufgefallen. Weil ich denke mal, das ist eine Frage, die viele von euch sich stellen werden. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Karte einstelle und ich habe die gar nicht mehr? Denn ich habe das hier gemacht. Ich habe diese Karte hier eingestellt. Fake Trap, die heißt falsche Fall auf Deutsch. Ich habe die als Deutsch eingestellt. Und wie ihr seht, ich habe sie auf Englisch. Also ich muss diese Karte auf Deutsch besorgen, damit ich die verkaufen kann. Das ist manchmal ein echtes Minusgeschäft. Aber dadurch entstehen solche Sachen wie heute. Also ich würde euch auch mal zeigen, was ich so gekauft habe. Und ein paar von den Bestellungen, die jetzt heute rausgehen, die ich heute quasi verschicken werde. Weil da sind ein paar spannende Sachen bei, wo ich einfach mal drüber sprechen möchte, weil die gekauft wurden. Weil ich das irgendwie witzig finde, das mal kurz drüber sprechen. Ich würde sagen, machen wir das zuerst einmal ganz kurz die Sachen auf, die ich bekommen habe. Und sowas tut immer mega weh, denn ich habe das hier bestellt. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich ja die falsche Falle nicht mehr hatte. Das heißt hier, wird jetzt logischerweise im besten Fall eine falsche Falle drin sein. Und was ganz wichtig war, das war eine deutsche falsche Falle. In First Edition, das ist ganz wichtig. Das heißt, die habe ich jetzt auch, das heißt, die geht raus. Anstatt die mit dreimal versteckte Waffengamma. Ich weiß nicht, was der plant, aber das geht auf jeden Fall raus. Also die muss ich mir bestellen. Ich habe die in der Regel für deutlich mehr verkauft, als das sie wert ist. Das heißt, das zu kaufen hat jetzt nicht so weh getan. Allerdings der Versand, den ich bezahlt habe, der muss ich leider selber tragen. Aber so kann ich zumindest die richtige Karte schicken, die ihr haben wollte. Und deshalb ist das an sich kein Problem. Und manchmal, wenn ihr so Einzelkarten bestellt, kriegt ihr noch so random Karten mit dazu. Die Karte ist jetzt natürlich nichts wert, aber nice to have, I guess. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal den Rest, den ich bestellt habe. Denn ich habe selber, ehrlich gesagt, keinen Plan, was da drin ist. Und das ist immer ganz spannend, darüber zu gucken, was ich hier gekauft habe. Und ich habe nämlich keinen Plan, was hier drin ist. Deswegen finden wir es einmal zusammen raus. Das ist aber auch wild. Was ist das denn für ein Ding? Ach, das ist ein Speedwell-Ding. Also wild eingepackt auf jeden Fall. Wenn ihr mal wissen wolltet, was in Speedwell drin ist, das ist in Speedwell drin. Das ist ein Teil von der Playmat von der GX-Spielmatte. Wild. Ganz schön unscharf, der Typ. Denn manchmal mache ich einfach so random Einkäufe von irgendwelchen Bullkarten. Und das ist quasi jetzt gerade so ein Bullkram, der einfach mal zum Tragen kommt, falls das irgendwie gebraucht wird oder so. Das heißt, wir haben hier den Waffen halt 5. Falsche Falle. Die habe ich mir besorgt, falls ich mit ihm noch einen Deal machen kann, dass er jetzt nicht die First Edition haben möchte. Er wollte die First Edition haben, deswegen jetzt halt die hier. Das ist allerdings die aus dem Reprint, aus dem neuen Set. Und das hier, wie ihr seht, ist die aus dem alten Set. Ihr könnt es ja kurz nochmal vergleichen. Das ist halt der alte Print und das ist halt der neue Print. Die alten Prints sind halt deutlich schwammiger. Das hier oben sieht anders aus und der neue Print ist halt deutlich cleaner. Dann haben wir einmal Silberfang, Nachtschwertschlange. Davon habe ich auch so ein paar, weil das ist eine Karte, die geht immer ein paar Cent. Das hat mit der Unterwelt. Glückliche Polyerinnerung ist auch so eine Karte, genauso wie Schönheit. Das sind Karten, die bald so ein bisschen Value ziehen, das heißt, die gehen auch bald raus. Eindämmen, Polyglücksgefühl, Chaosform, Orbital, deine Torwächter, Labyrinthmauern. Die Karte hier, wo man die kann. Dann die Feedsware für die Torwächterkarten und einmal die Rikafee. Das sind alles so Karten, die halt so ein paar Cent gehen. Und wenn man die halt für ein paar Cent mitnehmen kann, dann kann man halt den Versand, den ich jetzt hier bezahlt habe für die falsche Falle, einfach damit wir da rausziehen. Dann haben wir einmal hier Dimensionsverschieber, auch ein paar Cent. Moonlit, davon habe ich jetzt auch 8 Millionen. Und irgendwann wird die Karte mal wieder relevant werden, dann geht die so 20, 30 Cent, dann ist sie auf jeden Fall den Preis wert. Das Ding hier, Blumenweise, ist auch eine Karte, die ganz okay ist. Aquadolphin, zwei Stück. Der Wild Cyclone, der ist einfach nur hübsch. Frag mich nicht warum, ja, ich habe bestellt, weil der hübsch ist. Dann die Wunderfusion, vorgetragener Star, unbekanntes Synchron, dann Terrorkreisel, Gedankensammlerdrache, die wird irgendwo auch gespielt werden. Die habe ich gar nicht bestellt und der ist einfach cool und der war günstig und deshalb wollte ich ihn halt haben. Das ist eine Bestellung, die war ganz cool. Auf jeden Fall alles angekommen. Und dann haben wir hier so ein bisschen was Größeres. Ich habe keinen Plan, was hier drin ist, weil ich auch manche Sachen selber nicht mehr weiß, die ich bestellt habe. Auch ach, schön mit Klopapier. Ja, mit Klopapier, da muss das doch. Ach, das fluppt, wenn er rausgeht. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das, also ich würde die Karten nie so verpacken. Aber jedem das Seine, ist ja nicht jeder auch ein Händler, der die Smartcards benutzt. Oder halt irgendwelche Toploader. Aber das ist halt mega Schmutz. Aber da ist auf jeden Fall ein Toploader drin. Mal gucken, was da drin ist. Es scheint irgendwas Cooles zu sein, weil das ein Toploader ist.
Also irgendwas Wertvolles. Mal gucken, was ich mir da bestellt habe. Ich habe nämlich, also legit, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich mache mal einfach so Impulseinkäufe. Ah ja, Impulseinkäufe. Wo ich wirklich einfach hingehe und ich will eine Karte haben und dann hole ich mir quasi 8 Millionen Karten, weil die halt dann günstig sind und ich die halt weiterverkaufen kann. Und wenn ihr es ja nicht wisst, ich habe ja selber ein paar Karten auf dem Market gelistet und wenn man es halt nicht dumm anstellt, kann man mit den Karten halt schon wieder Plus generieren, dass man halt den Versand wieder rausholt, dass man halt quasi den Versand kostenlos hatte und das kann man dann ganz gut machen. Wenn man es halt jetzt nicht komplett dämlich anstellt. Dass man halt quasi mit Yu-Gi-Oh! Kein Minus geht, dass man halt da relativ safe ist bei den Sachen, die man kauft und verkauft. Aber das ist schon, also es kommt an, ist ganz gut eingepackt. Natürlich auch ein kleines Polster mit dem Toilettenpapier hier, aber zum Auspacken nicht ganz so hübsch, wenn ihr mich fragt. Wenn es funktioniert, kannst du ihn ja dafür nicht blamen. Ist nur halt ein bisschen viel Dreck, was nachher rumtanzt, aber das kann man ja alles wieder wegmachen. Ach, ich glaube, ich weiß ja, was ich bestellt habe. Okay. Jetzt weiß ich auch, was in den 4 Totalen drin ist. Eine Sache, die ich für euch vielleicht ganz spannend finde, weil ich gebe ja selten Finanztipps, was so Einkäufe angeht, aber ich habe eine Karte gesehen, wo ich machte so, ja, da kann man sich mal ein paar von besorgen, weil hier wirklich gerade gar nichts geht. Und ihr müsst nur ein Deck finden, wo die gut werden, das sind die 4 Karten. Jetzt weiß ich wieder, was ich bestellt habe. Aber gehen wir erst noch über den Bulk drüber, denn Bulk ist immer spannend. Bulk ist immer super spannend. Let's go, Bulk. Gut eingepackt auf jeden Fall. Haben wir erst einmal den Drilloid, der übrigens nicht nehmend ist, by the way. Dann haben wir Synchrozone, ein paar Stück. Denn das ist eine Karte, die ist super mit dem neuen Support. Und die Karte selber ist gar nicht so bad. Das heißt, selbst wenn die halt den Wert nur verdoppelt von dem, was sie aktuell kostet, habe ich schon wieder Plus gemacht. Und manchmal ist so ein bisschen Plus, wenn man das halt relativiert. Das ist trotzdem wert, sich die Karten einfach zu besorgen. Genauso wie der Ancient Fairy Dragon. Das ist eine Karte, die wird irgendwann wieder spielbar sein. Dann geht die wieder ein paar Cent und dann kann man die auch wieder für ein bisschen mehr verkaufen. Zera ist ein Fan-Favorite. Cerberus geht immer ein paar Cent. Die Karte ist so eine Karte, wenn die Play sieht, wird die wieder ein bisschen teurer. Und Maze of Memories war jetzt kein gutes Set. Das heißt, es werden nicht viele diese Karte besitzen. Und ich mag das Artwork davon. Das ist eine sehr coole Karte, wenn ich frage. Und wir haben Vulkanische Hülle. Das ist einfach eine optische coole Karte. Und ihr könnt hier halt in Edison spielen. Oder halt, ich glaube sogar in Gold ist die spielbar. Ich weiß nicht genau. Ist auf jeden Fall eine Edison-Karte, die man da spielen kann. Dann nochmal Synchrozone und Chaos Hunter. Chaos Hunter mal wieder so eine Karte, die immer mal ein paar Cent gehen wird, wenn man die günstig schießen kann. Dann kann man sich den mal ranholen. Den habe ich gar nicht bestellt. Cool. Dann habe ich einmal ein paar Geisterfusionen geholt. Denn Geisterfusion ist so eine Karte, die klingt auf dem Papier echt gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn es ein Deck gibt, wo die nutzbar ist und wo die wirklich gar nicht so schlecht ist, dann könnt ihr auch ein paar Cent gehen. Und der BLS ist einfach cool. Dann habe ich mir ein paar Quick-Fixes geholt, weil you never know. Wenn die Karte mal wieder relevant wird, ich meine, die ist aus dem aktuellen Set, also nicht ganz so viel wert, aber man weiß ja nie. Das gleiche gilt übrigens für Dante. Ich habe mir direkt mal 3 Stück geholt. Weil es eine Secret Rare ist, die sieht einfach hübsch aus. Und wenn Leute das Deck wieder spielen wollen und die brauchen Dantes, habe ich halt ein paar Stück. Gefängnis der Eisdrachen ist auch eine ganz gute Karte. Wenn die auch mal wieder relevant wird oder relevanter, kaufen Leute die auch. Linkodira ist aktuell eins meiner Lieblingsinvestments, weil die geht nur aktuell 2 Cent. Wenn es aber ein Meta-Deck gibt, was die Karte braucht, dann wird die halt schon so ihre 20 bis 50 Cent gehen und dann wisst ihr die auch los. Deshalb, wie ihr seht, habe ich ein paar davon besorgt. Weil das sind so Karten, die halt nichts kosten. Die kosten aktuell so 2 Cent und dann kann man sich mal ein paar davon besorgen und die halt dann loswerden, wenn die halt ein bisschen was geht. Das gleiche gilt übrigens für die Karte hier, Baromet. Die kennen viele nicht, aber die ist aus Cyberstorm Axis. Das ist eine Karte, die, wenn ihr Rang 4 bauen könnt und ihr Spiel normal fallen kann, in eurem Deck ist die halt gar nicht so bad. Noch ein paar Quickfixes und noch eine vulkanische Hülle. Sehr cool auf jeden Fall. Was haben wir hier drin? Die habe ich auch nicht bestellt. Wir haben so ein paar Bullkarten, die nicht viel kosten, die man immer einfach mitnehmen kann, wie die Vampirsaugerin. Die Karten, Increase selber kostet auch nicht viel, kann man auch mal mitnehmen, wenn das Deck wieder ein bisschen populärer wird, Heroes wieder Support bekommt. Und sind wir mal ehrlich, Heroes wird immer ein bisschen Support bekommen, deswegen wird die Karte immer wieder spielbar sein, also spielbarer als jetzt. Und dann wird die wieder ein bisschen steigen vom Preis her, weil die länger her ist. Dann so Karten wie Onibimaru, wenn irgendeine Karte kommt, die Sprite wieder supportet, wird die wieder ein bisschen valuable. Ancient Fairy Dragon und nochmal ein paar Link Dekodira. Und auch hier ein Protomeus. Das ist eine Karte, die kostet aktuell, glaube ich, 10 Cent, die Secret Rare. Erstmal ist die ultra schön. Ich meine, guckt sie euch an, die ist halt ultra schön. Aber wenn es ein Target gibt, was wir mit Protomeus gut machen können, oder es gibt nochmal Support für die Sternenritter,
dann könnte die Karte auch schnell mal wieder 1 Euro kosten und dann ist das wirklich auch den Preis wert, was sie jetzt kostet. Cyber-Drehsystem ist immer so eine Karte, die was geht, genauso wie die Karte. Field Spells sind generell immer gut und die ist halt für Gold ganz geil, deswegen kostet die auch mal so ein paar Cent. Und hier sind noch ein paar Geisterfusionen drin. Geisterfusionen, let's go. Wie ihr seht, ich hatte vor ein paar geholt, weil ich schätze mal, dass Geisterfusionen, sagen wir mal, in einem halben bis dreiviertel Jahr mal so eine 1-Euro-Karte sein kann. Wenn wirklich der Support für das Deck kommt, weil da wird garantiert noch mehr Support kommen, weil es halt nur ein paar weirde Kartenarke sind und es ist halt Zombies und deshalb ist die halt gar nicht so bad und ich glaube schon, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, wo die wirklich mal 1 Euro kosten wird. Und jetzt zu den Karten, die ich mir halt bestellt habe, die im Top drin sind. Und das sind einmal Angriffssynchron, Angriffssynchron, Angriffssynchron und Angriffssynchron. Denn die kostet aktuell, ich glaube, 4 Euro. Ich habe die jetzt für 3,50 bekommen, das Stück. Das ist eine Karte, die wird, wenn die Play sieht, geht die safe auf den 10er hoch. Und zwar relativ rapide. Und deshalb glaube ich schon, dass man da so ein paar quasi zu Hause haben kann. Erstmal habe ich jetzt ein Playset, was ich selber spielen kann. Und wenn die teurer wird, kann ich halt ein paar davon loswerden und habe quasi alles wieder rausgeholt, also alles wieder reingeholt, was ich halt ausgegeben habe, was ziemlich geil ist. Und dann komme ich einmal ganz kurz zu ein paar Verkäufen, die ich gemacht habe. Einfach um euch mal zu zeigen, was kaufen die Leute überhaupt. Das sind jetzt ein paar kleinere Bestellungen, ein paar random Sachen, die einfach rausgehen, die ich euch mal zeigen wollte. Ich habe zum Beispiel den Verbanner des Strahls verkauft und Bohrer. Ich weiß nicht, warum diese Kombination an Karten jetzt jemand gekauft hat, aber ist auf jeden Fall eine Karte, die geht auch so knapp 2 Euro, also das ist auch eine Karte, die gar nicht so billig ist tatsächlich. Dann habe ich jemanden hier, der offensichtlich den Adventskalender von 2011 ganz gerne mag, denn das hier sind alles Karten aus dem Adventskalender von 2011. Alles so Karten aus dem Kalender. Ich habe mal auf der Spielemesse letztes Jahr habe ich ein paar davon bekommen, als ich da gezockt habe. Und ich glaube, der Bullkram geht jetzt hier für 5 Euro oder so raus. Also wirklich, also eigentlich nichts wert, ne? Aber wenn jemand haben möchte, nehme ich mit, ne? Und ich glaube, die Karte hat für 1 Euro verkauft, aber wird die aktuell gar nicht gespielt. Ist ganz nice. Und eine Sache, die ich ziemlich geil finde, und das ist ein Hack von mir, sind die Dinger hier. Das sind die Magiermädchen. Und das sind Fan-Favorites. Ich weiß zwar nicht ganz genau warum, aber das sind Fan-Favorites. Und immer wenn ich davon so ein paar günstige Kopien sehe, nehme ich immer so ein paar mit, denn die Leute kaufen die. Die kaufen die für 1 Euro pro Stück. Ich weiß nicht warum, weil das ist jetzt mittlerweile auch schon echt ein paar Jahre her. Die haben jetzt vor 8 Jahren den letzten Reaper bekommen, glaube ich, oder 2018 als Ultra Rare. Ich glaube 2018 war das, als Ultra Rare selber, also vor mittlerweile echt 5 Jahren, letzte Reprint. Und danach gab es von denen keinen Reprint mehr. Den kriegt man für die halt so 1 Euro, obwohl die halt nichts wert sind. Dann so ein bisschen Synchro-Stuff. Ich weiß auch nicht, was der Junge plant, aber es scheint auf jeden Fall irgendwas mit Synchro zu tun haben. Also das Ding hier, dann dreimal Synchro über Roller, dann das Brave-Ding in High Rare und einmal die Manadium-Fallen-Karte, die ist echt gut. Also wenn ihr spielen könnt, spielt die, ist ganz cool. Dann wollte jemand hier Stimmen haben in Englisch. Don't ask me why, ist eine Common, die kostet nichts, aber ich glaube, ich habe die für 50 Cent pro Stück verkauft. Ich werde es nie verstehen, aber die wollten die auf jeden Fall haben. Sollen sie bekommen. Und dann hat noch jemand hier, das fand ich ziemlich wild, den Schlammdrachen und dann einmal Fusion Deployment mitgenommen. Das ist die Super Rare aus dem Structure Deck. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe die für 80 Cent das Stück gelistet gehabt. Und jemand hat echt 80 Cent pro Stück ausgegeben, um sich diese Karte zu besorgen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich sie so teuer angeboten habe. Aber 80 Cent aus dem Structure Deck. Das ist auf jeden Fall geil, weil eigentlich geht das Structure Deck gar nichts. Die Imprim kostet so viel wie das ganze Structure Deck. Und die Leute zahlen 80 Cent dafür. Das ist irgendwie ganz weird. Aber das war es schon quasi mit meinen kleinen Einkäufen, meinen kleinen Verkäufen. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, was ich quasi mir ranhole, was quasi rausgeht, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, teilt es quasi mit euren Freunden, warum auch immer ihr das machen solltet. Dann würde ich sagen, das war's schon für heute. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.